Herzlich willkommen zurück. Let's play Minecraft. Ihr habt es gerade vielleicht im Vorbeilaufen gesehen. Moment, ich gehe nochmal rein. Ich habe meine Kisten hier umgewandelt und habe jetzt hier Better Barrels aufgestellt, damit ich da ein wenig mehr Ordnung habe. Und die Kisten, die hier stehen, die habe ich nach oben verlagert. Auch das zeige ich euch. Also diese Kisten, die standen ja schon. Und hier habe ich jetzt alles reingepackt, was ich so hatte. Also hier sind so alle Erze drin. Dann hier alles mit und aus Holz. Dann haben wir hier ein paar Nahrungsmittel. Hier haben wir noch die Steine, die ich nicht unterbringen konnte. Und hier drüben haben wir noch so Loot aus Monstern und hier vorne alles das, was ich irgendwie nicht zuordnen konnte. Und habe alle Kisten, die in meiner Welt so rumstanden, einmal leer gemacht. Auch die aus der Mine und die aus dem Terraformer hier vorne. Und habe jetzt eigentlich wieder genug Platz. Apropos Terraformer. Hier ist ein Schleim hier, der hat hier aufgehört. Also irgendein Problem scheint der zu haben. Ich weiß auch nicht, woran das liegt oder woran das lag, aber der hat jetzt hier so ein bisschen Quatsch gemacht. Ist hier oben rumgelaufen, sollte er eigentlich nicht. Na gut. Länge 10 und Breite machst du nochmal 20, sondern fängst du nochmal an und machst hier alles weg. Okay. Und das Holz an sich ist auch gewachsen, was wir gesetzt haben. Das ist eine gute Sache, denn dann haben wir auf jeden Fall genug Material, um unser Bauernhaus zumindest in den Grundzügen einmal aufzustellen, damit man sehen kann, okay, wie groß wird das, wie viel Platz brauche ich eigentlich. Auch die lila Bäume, die rosa, ist das rosa, ist das pink? Auf jeden Fall dieses Sakura-Wood ist auch gewachsen. Also in den Grundzügen können wir das schon mal hinstellen. Das Gewächshaus können wir abstecken. Von den Ausmaßen zumindest. Aber ich denke, das Gewächshaus ist auch noch erweiterbar. Also ich weiß noch nicht, was ich da jetzt alles für Lebensmittel dann anpflanze. Aber Platz haben wir in jedem Fall genug dafür, ne? Also wenn wir den Platz hier auch ausnutzen, den wir uns gebaut haben. Die Fläche machen wir gerade frei und dann fangen wir an. Und wenn wir das haben, können wir uns auch Tinkers Construct zuwenden. Ich habe erst überlegt, fängst du erst mit Tinkers an oder machst du erst dein Gewächshaus, aber ich habe ja gesagt, ich will erst das Gewächshaus haben, damit ich meine Nahrungsmittelproduktion ein wenig ankurbeln kann. Und so machen wir das dann auch. Ganzen Setzlinge nehmen wir alle mit. Das sind alle meine. Habe ich alle gekauft. Unter mir ist direkt eine Höhle. Man hört es und sieht es hier vorne. Oh, da. Aber nicht schlimm, ne? Der Einstieg in meinen Minenschacht, der ist ja jetzt auch ein bisschen unscheinbar geworden und da ist einfach nur so ein Loch im Boden und ich denke, das wird ihm auch nicht gerecht werden. Da habe ich vor, da auch noch ein kleines Haus drüber zu bauen, damit man das so von außen gar nicht sieht. Und dieses Haus soll dann an einen kleinen Hafen angrenzen und dieser Hafen, natürlich klar, hier ist ja hier am Wasser. Ja, also hier kommt dieses kleine Häuschen drauf und hier vorne geht es dann zu einem Hafen, den ich baue, also so ein kleiner Hafen, kleine Anlegestation. Das ist ja, ich weiß nicht, wie weit oder wie tief das hier irgendwann noch geht, aber das sieht ja mehr aus wie so ein kleiner, wie so ein See anstatt als Meer, ne? Aber ist ja auch nicht schlimm. Okay, du kommst auch weg. So, mein lieber Turtle. Siehst du, da hat er schon wieder irgendwie ein Problem. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ach, der hat keine Kohle mehr. Ah, okay, das ist natürlich schlecht. Ne? Also ohne Kohle kannst du auch nichts machen. Deswegen hat er auch hier so rumgesponnen. Okay. Also immer für genügend Kohle sorgen. Das A und O.
Hier haben wir noch eine andere kleine Mine. Ja, da kümmern wir uns dann irgendwann später mal drum. Und um den Turtle kümmern wir uns auch später. Oakwood. Ach, ich könnte ja noch was essen, ne? Und was mir eingefallen ist, ich habe beim letzten Mal gar nicht nachgeschaut, ob da Weed gewachsen ist, wo ich die Karotten gepflanzt habe. Ich hoffe, dass da jetzt kein Unkraut wuchs. Doch, es ist gewachsen. Nein! Ah, scheiße. Ah, entschuldigt die Ausdrucksweise, aber es ist doch scheiße. Verdammt. Seht ihr, genau das passiert. Wenn man da nicht drauf achtet, passiert genau das. Ach, Kacke. Dann ist nämlich der ganze schöne Fortschritt, den ihr mal erwirtschaftet habt, ist dann einfach weg. Verdammt. Ich wollte da noch drauf geachtet haben beim letzten Mal. So ein Mist. Ja, selber schuld, ne? Also, das kommt mal zurück. Das sind alles Potato Seeds, das sind Carrot Seeds und hier haben wir noch eine, die ist etwas besser. Ach, so ein Ärger. Da muss man jetzt wieder mit den Karotten wieder von vorne anfangen. Nein. Ah. Ja, ich habe es halt nicht anders verdient, ne? Ach. So ein Mist, ey. Das sollte mir mit den Kartoffeln nicht passieren. Das wäre echt schade. 4, 7, 7. Dann kommst du weg. Okay. Und hier... Da warten wir jetzt noch kurz oder wir holen uns ein wenig Knochenmehl, damit da nichts passiert. Beschleunigen das Ganze. Ach, so ein Mist. Das ist nämlich echt die Kacke daran. Passt da einmal nicht auf. Ach, hast du direkt Unkraut und deine ganzen schönen Sachen sind vernichtet. So ein Mist. Welch ein Ärger. So, siehst du, hier sind nämlich jetzt auch Weeds gewachsen und gut, dass wir das sehen. Potato Seeds. Die hätten nämlich auch alle meine schönen Kartoffeln kaputt gemacht. Ja, und hier, da wächst erstmal nur das. Ja, gut, so. Mein Freund, was ist, willst du jetzt mal wachsen? Das wäre echt super. Ja. Blöd gelaufen, ne? So, was haben wir jetzt hier? Da, Potato Seeds. Gut, dann lassen wir dich jetzt erstmal so. Dann machen wir zu und legen uns einmal kurz aufs Ohr. Ach, das ärgert mich jetzt mit den blöden Karotten. Verdammt. Nun gut. Ist halt wie es ist, ne? Und meine Wut lasse ich jetzt an dir aus. So, und da hinten ist noch so ein Spinner. Nein. Du gehst nicht kaputt. So. Alle tot jetzt hier. Wo bist du denn? Kommt da so ein kleiner Slime hier angesprungen? Meine Güte. Was möchte ich machen? Ich springe einmal kurz runter zur Mine. Da sind wir, denn wir haben hier unsere Kisten leergeräumt, da die Kisten leergeräumt. Das müssen wir zwar auch noch leer machen, aber das können wir machen. Und auch diese Behelfskiste haben wir leer gemacht. Ich möchte jetzt diesem Turtle aber sagen,
grabe doch mal bitte 4 hoch und 4 breit und mit einer Länge von, sagen wir mal, 20 und Fackeln setzt du, ja, komm, auch in unserem Standardabstand von 5. Gut, und dann kann der nämlich jetzt hier ein bisschen graben und dann von links und rechts können wir dann so Strip-Mining-mäßig dann eben die Gänge laufen lassen. Und der macht das schon. So, hier haben wir wieder das gleiche Problem mit den mit der Lava, aber das ist ja nicht so wild, weil der Turtle macht das oben zu. Zack, und dann ist es weg. Aber jetzt haben wir da vorne natürlich auch noch, aber ja, ihr kennt das Prinzip, so läuft das. Das Tunnelprogramm, guckt einfach mal in der Videobeschreibung, könnt ihr euch auch runterladen, wenn ihr das denn wollt, oder ihr lasst es bleiben, das ist mir egal. Gut. Aber dich lassen wir mal in Ruhe arbeiten. Gucken uns noch kurz an, wie du hier vorne das Ding zumachst. So, genau. Aber das ist ein großer Lavasee, der da ist. Und dann setzen wir hier unsere Fackel wieder hin. Obwohl, da brauchen wir, glaube ich, keine Fackel, oder? Ach, ist egal, ich setze einfach eine. Und wir gehen wieder zurück in unser Haus. Dort. Um jetzt, oh, guck mal, was ist das denn? Protection 2, Protection 2. Gut. Und dann setzen wir die Sachen hin. 1, 2, 3, 4, 5 und so. Nun gut. Dann habe ich gesagt, ach so, wie lang wollen wir das Haus denn machen? Also das ist ja der Innenraum, müssen wir mal schauen. Ich habe da überhaupt gar keine Vorstellung von, wie groß das Gebäude von innen werden soll und was wir denn hier drin überhaupt alles anstellen. Ich weiß nur, dass das so aussehen soll. Aber viel Platz kann ja nicht verkehrt sein. Und so ein Bauernhaus, also ich meine, da kann man ja auch andere Dinge noch reinmachen. Geh jetzt tot, verdammt. Reicht das so vom Innenraum? Ich denke, ne? Kommen wir hier rein und hallo! Nee, könnte noch ein bisschen länger sein. Ich will hier ein großes Haus. Okay. Dann kommt hier das Dach hin. Also, was heißt das Dach? Also, da kommt... Wo ist meine Axt? Ja, hast du noch ein wenig Erde für mich? Vielen Dank. Edit wollen wir nicht. Wir wollen nichts editieren. Wir wollen nur lebend hier rauskommen. Okay. Das machen wir eben fix zu. Oh, wie mich das nervt, dass da immer diese blöden Monster rauskommen, wenn ich da mit der Hand das abbauen will. Was kriegen wir denn dafür? Lehm kriegen wir dafür. Gut. Ja, da unten müssen wir uns auch nochmal irgendwann drum kümmern, dass wir das zumachen, weil das ist ja von der Geräuschkulisse schon ein wenig nervtötend. Dann sind das so in etwa die Ausmaße meines Bauernhauses. So, wir lassen es erstmal so. Genau, so groß soll das werden.
dann kommt hier die Tür rein. Okay. Kommt das hier hin? Und hier oben ginge es dann noch weiter. Ups, ja, das machen wir aber dann. Ja. Okay. Nehmen wir gerade mal das Oakwood. Okay. Gut, jetzt bräuchten wir noch einiges von diesem Holz. Und das müssen wir dann auch mal wieder nachsetzen. Denn das soll ja das Gerüst quasi werden. Also so sollen ja die Wände werden aus diesem Holz hier. Sakura. Setzen wir hier auch nochmal einen hin. Ich will das nicht. So. Diese großen Bäume gefallen mir nicht. Nein, nein, nein. Haben wir daneben auch noch so einen Riesenbaum. Ja, was soll's. Bleibt uns ja keine andere Wahl. Wir müssen's machen. So, dann springen wir einmal nach oben und dann gucken wir, ob wir von oben nicht das Ganze abbauen können. Auch mit dem Baum, der hier nebendran noch existiert. Den auch mal beseitigen. Dafür wäre Tinkers natürlich schon gut, weil gewisse Tinkers-Äxte machen das ja, dass sie den Baum quasi von sich aus fällen. Das wäre genau für solche Dinge, wäre das ein Traum, sage ich euch. So. Hier wächst der Baum in den Baum. Da vorne ist auch noch, glaube ich, Holz. Richtig. Ja, einiges an Holz. So, wenn wir euch hier wegmachen, dann müsstet ihr doch eigentlich ein wenig verschwinden, oder? Hier vorne noch. Hier unten. Wunderbar. Dann ist das weg und dann können wir uns um diesen Baum kümmern. Also unser eigentliches Ziel. Wenn meine Axt das denn so lange aushält. Sie wird es müssen. Okay, wollen wir mal schauen, wenn wir das hier abmachen, dann sollten doch zumindest die Sachen verschwinden, die hier zu diesem Baum gehören. Okay, ja, so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Glaube ich, nichts drin. Da vorne ist noch. Ja, man kann das alles auch immer so schwer sehen. Also ich zumindest. Obwohl ich ja die Texturen schon so halbtransparent habe, sehe ich das nicht immer, ob sich da irgendwo noch ein Baum versteckt. Oder ein Ast versteckt. Ein Baumstamm. Okay, hier sind auf jeden Fall einige Setzlinge und da auch schon viel Holz. Das kann immer helfen. Das nehmen wir auch weg. Einfach, damit wir gerade mal so ein wenig Platz hier haben und dann müssen wir mal gucken, wo wir noch was übersehen haben. Also übersehen werden wir wahrscheinlich gleich den Creeper, der mir von hinten die Rübe wegsprengt.
Und aus dem Grund sollten wir uns besser hinlegen. Lassen es einmal Tag werden. Essen vielleicht auch noch was. Oh, warte mal. Habe ich jetzt hier drauf geachtet? Ja, gut, habe ich drauf geachtet. Carrots, überall Carrots. Das ist gut. Ach, das hat mich so geärgert mit den Karotten. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So ein Mist. Aber na gut. Hilft da jetzt nichts? So, dann laufen wir jetzt hier nochmal ein wenig hoch. Und gucken, dass wir hier auch den Rest entfernen. Wo ist noch was? Da war noch was. Hier sieht auch noch nach Holz aus. Tja. Ich sollte mir vielleicht so eine Schere mitnehmen. Damit kriegt man ja die Sachen wesentlich besser abgeschnitten als so mit der Axt. Okay. Das dürfen wir auch mal entfernen, damit wir sehen, welcher Baum jetzt noch Holz hat. Der scheint auch noch was zu haben. Aber Tatsache, ich sehe es nicht. Das ist ja blöd. Oder verschwinden die Blätter einfach nicht? Aus Gründen, die mir noch nicht so wirklich klar sind. Ja, doch, müsste ja eigentlich. Ist er bei dem anderen Baum auch so gewesen. Ja, irgendwo wird hier noch was sein, aber da verschwindet so langsam etwas. Dennoch wird es hier noch Holz drin geben, was ich übersehen habe. Hier oben. Okay, dann nehmen wir es weg. Ja, so einfach kann das sein. Ah! Du Arsch! Ich habe mal gehört, beim Springen trifft man vielleicht eher den Kopf oder so und dann kann man einen größeren Schaden austeilen, als wenn man nicht springt. Ob das so ist, keine Ahnung. Ich sehe immer nur die ganzen Leute springen, wenn sie schlagen. Hier ist aber auch nichts. Ich kann doch überall bis oben durchgucken. Hier ist kein Holz drin. Oh! Na, das war elegant. Siehst du, hier ist kein Holz. Also ich sehe es zumindest ehrlich nicht. Na, dann dauert das vielleicht eine Zeit, bis das von sich aus verschwindet. Ich habe keine Ahnung. Gut! Das Sakura-Holz machen wir uns mal platt, genau wie das Oakwood. Und dann haben wir den Vorplatz quasi gebaut, aber hier kommen dann zwei Stufen hin und das Sakura-Holz, das dient mir dann quasi als Füllmaterial. Und oh, wir haben nur gesagt, wie soll das aussehen? So haben wir das, glaube ich, gehabt, ne? Ja, ich meine schon. Dann wollen wir mal gucken, dass wir das hier vorne auch hinkriegen. Ah!
Die Seiten sind dann weniger spektakulär. Ich glaube, machen wir den weg. So. Achso, warte mal, ich wollte ja auch hier hoch. Gut, das ist das, was wir so die nächsten Male machen. Und da kommt auf jeden Fall noch einer mehr oben drauf. Ja. So soll das aussehen. Und hier drüben machen wir natürlich dann auch zu. Das ist ja klar. Hier kommt dann das Dach drauf. Und dann haben wir hier unser Bauernhaus, zumindest so, wie es dann irgendwann aussehen soll. Genau, dann geht das hier hoch und hier runter. Ich denke, so wird das eine runde Sache werden. Ja. Na gut. Dann haben wir jetzt hier von dem Sakura Wood ja einige Sachen. Das ist okay. Dann werden wir jetzt doch noch ein paar Oakwoods brauchen. Also viel mehr brauchen wir die Stämme der Oakwoods. Und Sakura haben wir ja jetzt gerade erstmal genug. So, damit wir auch immer genügend Holz haben, setzen wir die Setzlinge hin. Ja, das war's für heute. Beim nächsten Mal gucken wir uns unten den Turtle nochmal an und dann mal schauen, dass wir hier weiterkommen. Also dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.